auf nach Rumänien und wie ich mit meinem Land Rover auf Tauchstation gehe. Ein Film von Hans alias Nice Day Movie. Mit dabei Markus und Sandra. Christian. Und Michael. Unsere Fahrt führt uns durch mehrere europäische Länder, bis wir nach 2 Tagen Rumänien erreichen. Wir übernachten an der Grenzstadt Petea. Es wird natürlich immer in freier Wildbahn gekämpft. Wir fahren weiter Richtung Satu Mare und dann Richtung Norden, an die ukrainische Grenze. Dort geht es weiter über mehrere Ortschaften Richtung Maramuri Suli Park, wo wir dann in das Gebirge abbiegen. Also wir müssen zurück? Ja, da steht ein Holzschlepper mitten auf dem Weg, der ist kaputt und da kommt keiner dran vorbei. Ah, okay, dann versuchen wir hier zu drehen.
gleich. Markus, kann ich? Ja, klar, ich schreibe, wenn irgendwas sein sollte. $1500 im ersten Gang, sollte reichen. Mann, was ist das denn? Zieh dich gerade, dann kommt er automatisch. Dahin lenken, dahin lenken.
Die Lehrlinge machen mal eben den Weg frei, Meister. Jalla, jalla. Aber dieser Weg bringt uns nicht auf deinen lila Weg. Der bringt uns jetzt weiter runter, ne, Ober? Nein, negativ. Der bringt uns jetzt wieder Richtung Norden hoch. Der ist der lila Weg. Der ist auch lila. Das ist einmal von oben. Von oben kommen sind zwei Wege und die vereinigen sich zu einem. So. Und diesen einen, den hätte ich Richtung Süden fahren wollen. Geht aber nicht. Ist ja. Okay, Roger. Zum Norden, da wo wir gestern angefangen haben. Nur halt. Ungefähr Luftlinie 1,5 Kilometer auseinander. Ah, okay, alles klar. Oben sehe ich unser Track auf 13 Uhr. Hier stehen. Ich guck mal, ob hier nochmal irgendwas da oben abgeht. Das ist hier der Weg und dann bin ich auch auf dem Weg. Das Stück hier. Ich bin schon genau genommen zu weit vom Track ab. Jetzt müsste der hier, wo ich bin, genau links von mir hochgehen. Kann ich los oder stehst du da im Hang? Nö, ich fahr, was hinterher kommt. Langsam. Das ist ein Ausblick, Hans, was du gerade hast? Ja gut, super.
schon gut steil da, ne? Ich habe jetzt gerade mal wieder aufs Navi geguckt. Wir sind links von uns, müsste die eigentliche Route sein. Und dieses Ding hier soll ins Nirvana führen. Naja, wenn nicht, müssen wir dann ganz wieder zurück. Alles gut oder sollen wir anhalten am Bus? Alles Roger, ich folge. Hallo. Da kommt jetzt ein einsames Pferd die Straße runter nach der Kurve. So, jetzt fährt der Hans durch das Wasser und läuft ab. Von Vista Sus aus wollen wir einen Canyon folgen und in Borsa rauskommen. Hier gibt es sehr viele Wasserdurchfahrten und teilweise müssen wir den Bahnschienen folgen.
wir da noch 3 Minütchen warten, bis ich hin durch das Wasser da durch bin. Klar, aber das ist doch ganz easy going hier alles. Aber wir warten. Ja, wie das was ist und dann habe ich keinen oder dann werde ich nicht mehr so, oder nicht ich doppelt. Ich habe auch keinen Empfang, nichts. Okay, mal, wir warten hier vorne. Immer die Sperre reinmachen, wenn du fährst. Und auf keinen Fall schalten, Michi, im Fluss. Einfach Gas, Gas, Gas. Wenn soweit ist, genau. Aber ansonsten eher vorsichtig, denn du siehst nicht, wie dicke die Steine sind. Und je schneller und härter du irgendeinen Stein mit dem Diff oder mit dem Axtrohr einschlägst, umso größer ist der Schaden. Also lieber langsamer, aber kontrolliert, aber auch nicht zu langsam. Das muss jeder selber ausfinden.
könnte sein, dass ich falsch fahre jetzt, weil der Fluss hier gabelt. Komm, er ist noch vor, dann warten wir. Ich komme zurück. Alles klar. Zu die Bahnschiene. Ja. Hallo. Warte, Markus, wir müssen über die Bahnschiene auf die andere Seite. Wir müssen über die Brücke fahren. Über die Brücke. Laut Rotburg führt uns der Weg weiter die Schienen entlang. Markus spricht mit den Schienenarbeitern und erfährt, dass wir wegen einer möglichen Kollisionsgefahr nicht auf den Schienen bleiben sollen. Wir entscheiden uns, die Strecke etwas abzulaufen und zu sehen, wo wir den Fluss überqueren könnten. Auf die klassische Art und Weise überprüft Markus die Wassertiefe und stellt fest, dass wir an dieser Stelle den Fluss sicher überqueren könnten. Gewitterwolken ziehen auf und es fängt an zu regnen. Sicher wird der Wasserspiegel bald ansteigen. Wir machen uns zügig zurück zu den Autos und auf den Weg, um diese Passage hinter uns zu bringen. Ganz wohl ist mir nicht in meiner Haut. Da ich den Trek vorgeschlagen habe, muss ich auch vorfahren. Ich würde eine zügige Fahrt über die Schienen bevorzugen. Jedoch haben alle Bedenken und es soll durchs Wasser weitergehen. Wir erreichen die entscheidende Stelle. Letzten Gang in Untersetzung nehmen. Ich würde den zweiten Gang nehmen beim Durchfahren. Da hast du mehr Wheels im Notfall. Ein bisschen tiefer als wir dachten. Es geht nicht mehr vor, es geht nicht mehr zurück. Ach ja, Scheiße, Pisse, alles Nixe. Ich hab zurück, Vollgas.
Stränge fest. Scheiße, Motor ist aus. Fucking hell. Die Jungs hören dich alle nicht. Langsam steigt der Wasserspiegel im Fahrzeug. Ich versuche durch die Türen das Auto zu verlassen, kann diese aber nicht öffnen, weil der Wasserdruck noch zu groß ist. Ich lasse die Fenster runter, flute den Wagen und steige dann aus. Wir versuchen, Michaels Seilwinde an meinem Fahrzeug zu befestigen. Die Strömung ist nun sehr stark und wir haben absolut keine Sicht. Es ist sehr schwierig, die Schäkel an den Abschlepphülsen zu befestigen. In 10 Minuten ist das Auto wieder aus dem Wasser. Wir machen uns sofort auf die Suche nach Wasser im Motor oder Luftfilter. Jeder Versuch, den Motor mit Hilfe des Anlassers zu drehen, ist jedoch vergebens. Der Wasserstand im Wagen war so hoch, dass die Wegfahrsperre aktiviert wurde. Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Fahrzeug abzuschleppen. Michael nimmt mich an den Haken und zieht mich durch alle Flüsse, die wir vorher überquert haben, hindurch. Zurück in die Stadt. Nach 2 Stunden erreichen wir die Stadt Vise de Sus. Dort hat unsere Reise in den Canyon begonnen. Wir rufen den ADAC von dort aus an und 2 Stunden später kommt Oskar mit seinem Abschleppwagen und bringt mich zurück nach Baia Mare zu einer Werkstatt. Uns ist klar, dass es sich hier um ein elektronisches Problem handelt und hoffen, dass die Werkstatt den Fehler auslesen kann. Schon bald stellt man fest, dass nur Land Rover die Wegfahrsperre deaktivieren kann. Die hiesigen Werkstätten können mir nicht weiterhelfen. Ich kontaktiere ein weiteres Mal den ADAC und man plant, mich in 3 Tagen nach Cluj zu einer Land Rover Werkstatt zu bringen. Es macht keinen Sinn, dass Marco, Sandra und Michael auf mich warten. Diese Reparatur kann mehrere Tage beanspruchen. Wir entscheiden uns, dass sie weiterfahren und ich vielleicht später wieder zu ihnen stoße. Oskar ist so nett, mich in der Zwischenzeit zu Hause aufzunehmen. Ich kann mein Fahrzeug bei ihm auf dem Hof parken und fange an, den Wagen zu trocknen. Sein Großvater, Nikolas, seine Mutter, Eva und er bewirten mich und ich werde schnell in die Familie aufgenommen. Eva bekocht mich jeden Tag, Nikolas spielt kleine Ständchen auf der Mundharmonika und der Nachbar lädt mich morgens schon zum selbstgebrannten Schnaps ein. Der Tag ist gekommen, dass Oskar mich mit meinem Fahrzeug nach Cluj bringt. Nach Auskunft des ADACs
ist die Werkstatt sehr ausgebucht und ich hoffe, dass ich die Chance habe, dort auf dem Parkplatz zu übernachten und zu warten, bis mein Fahrzeug an der Reihe ist. Diverse Tests mit dem Computer, um Fehler aus dem Steuergerät auszulesen, scheitern. Wir versuchen, die Wegfahrsperre zu aktivieren, deaktivieren, versuchen Schlüsselkombination etc. Aber nichts passiert. Mein Freund Olaf, ein Land Rover Spezialist aus Deutschland, besorgt mir ein Steuergerät, weil wir denken, dass wir mit einem Steuergerät, in dem die Wegfahrsperre deaktiviert ist, das Fahrzeug wieder zum Laufen bekommen. In der Zwischenzeit überprüfe ich auf Anraten von Olaf den Ladeluftkühler auf Wasser. Baue diesen in einer Nacht- und Nebelaktion aus, da ich nicht während der Arbeitszeit hier auf dem Gelände schrauben kann. So, Ladeluftkühler ausgebaut. Kein Wasser im Ladeluftkühler. Scheißwetter. Es dauert circa 5 Tage, bis das Steuergerät aus Österreich in Rumänien eintrifft. In der Zwischenzeit mache ich es mir gemütlich und das Beste draus. Hurra, das Steuergerät ist da. Juhu, das neue Steuergerät ist da. So, mal sehen, ob das passt, ob das funktioniert. Ja, das alte, neue. Ich installiere es und Sie sehen, sehen Sie nichts. Der Wagen startet nicht. Ein Mitarbeiter der Land Rover Werkstatt kommt hinzu und baut die Wegfahrsperre hinter dem Lenkrad aus. Sprüht einige Male mit Kontaktspray hinein und baut wieder alles zusammen. Und siehe da, der Wagen startet. Blendi läuft wieder. Hurra, die Wegfahrsperre ist deaktiviert. Wir betätigen den Starter, aber der Motor startet nicht. Mit Startpilot in den Ansaugtrakt fängt der Motor an zu laufen. Wir stellen fest, dass der Dieselfilter voller Wasser ist. Wir entleeren die Dieselleitung, der Motor läuft. No, we have diesel, ja. Könnte alles bringen, die Papa. Wie ein Uhrwerk. So. Nehmen wir ein Loch rein. Es ist klar, dass wir auf den Diesel tauschen müssen. Um dies einfach zu tun, entscheide ich mich, eine Zugangsluke in den Boden zu schneiden. Jo! Our job is done. Von dort aus können wir die Dieselpumpe ausbauen und den Diesel einfach abpumpen.
Natürlich ist es doch selbstverständlich, dass wir nun alle Getriebe und Differentialöle wechseln. Alles besser. Nach 5 Stunden ist die Arbeit getan und ich bin wieder auf meinem Heimweg.